Das ist arg schlechter Wurf. Also, was ist da drin? Gewandtheit-Elixier. Das kann Gladys trinken. Also ja, es ist nett, dass hier Attributselixiere drin sind. Gut, nächste Frage, Türe. Wie wird der oberste Fexgeweihte bezeichnet? Ist das der... Das muss ja der Abendstern sein. Das war die falsche. Doch nicht der Abendstern. Wie wird der oberste Fexgeweihte bezeichnet? Das war die Falsche. Der Schatten war es auch nicht. Wenn es so weitergeht, haben wir bald nichts mehr. Das war der falsche Save. Okay. Das war nämlich nur mein Autos, mein letzter richtiger Save, nicht der Autosave. Aber zum Glück kann ich mich, hat das jetzt keine Probleme verursacht. Also es ist nicht der Schatten und nicht der Abendstern. Wie wird der oberste Fexgeweihte bezeichnet? Da ist es der Mond. Du kennst dich aber gut aus. Nein, ich habe geraten. So, wie oft werden wir jetzt noch geportet? Zweimal mindestens. Weil hier waren wir schon überall drin und hier sind noch zwei Türen. Und wieder ein Ortswechsel. Bin gespannt, was uns hier erwartet. Ja. Wie heißt der dem Fex gewidmete Feiertag, der heimlich am 16. Effort begangen wird? Fest des Mondes? Das war die falsche Antwort. Nein. Dann muss es das Fest der Schatten gewesen sein. Oder das Nebelfest. Und ja, ich rate teilweise. Wie heißt der dem Fex gewidmet die Antwort? Also doch das Nebelfest. Das zeigt den wahren Experten. Ja. Eine Türe haben wir noch, also wird es uns noch einmal porten. Hört das irgendwann mal auf? Unter welchem Namen ist Fex bei den Kjalskalendern bekannt? Bess. Das war die Frage. Nein. Das kann doch kein Mensch wissen. Das muss ich echt raten. Unter welchem Namen ist Fex bei die Antwort? Beeindruckend, was du so alles weißt. Das macht der Quick Save. Also wenn ich nochmal geportet werde, muss es in eine andere Ecke sein. Autosave? Ja.
bin gerade doppelt gestorben. Ah. Warum bewege ich mich jetzt so komisch? Okay, ich glaube, wir laden das Autosave. Ich glaube, ich bin kaputt gegangen. Lass Gwenda da auf das Ziel schießen. Ich habe das gar nicht gesehen zuerst. Das erste Mal schießt sie auch noch daneben. Verschlossene Holztüre. Und eingestürzt. Oh, ein Hebel. Jetzt ist auf jeden Fall irgendwas aufgegangen. Das bin ich. Okay, die Holztüre können wir nicht knacken. Habe ich mir gedacht, dass hier jetzt offen ist. Vorsicht, da ist schon wieder eine Falle. Hier ist bestimmt irgendwo ein Mechanismus, mit dem man sie ausschalten kann. Ja, Fackeln. Und eine Truhe. Mit einem Zettel. Okay. Strich. Also ich sehe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich nehme mal an, der Strich heißt aus und der Strich heißt an. Also wenn das die erste ist und das die letzte, müsste das an sein. Aus, aus, an, aus. Habe ich richtig gelesen? Okay. Dann andersrum. Eins, zwei, drei, vier, warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ah, 6. Okay. An. An. Und dann nochmal das ganze Spielchen. Aus, aus, an, an. Also an. Aus.
aus, an, aus. Mandala hat die nächste Stufe erreicht. Können wir hier jetzt was Tolles geben? Zwei Punkte im Bogen. Das ist nicht schlecht. Eine verschlossene Truhe. Unsichtbare Sachen. Oh, Falle. Folgt mir. Ja. Falle ausgelöst. Schloss geöffnet. Okay. Schlüssel. Mhm. Für die Türe hier. Hey, da liegt ja ein Zettel auf dem Boden. Vielleicht steht da was Wichtiges drin. Wie ein Schatten. Okay. Alles klar. Oh, wir haben es mal geschafft, eine Falle zu entschärfen. Und das Schloss auf Anhieb geöffnet. Was ist hier drin? Elixier des Lebens. Quendala. Du hast die wenigsten Lebenspunkte von allen. Was auch bedeutet, dass wir mal deine Konstitution steigern sollten. Alles klar. Sprich, Freund. Das bin ich. Astralkraft. Kriegt Gladys. Das heißt, wir müssen hier schleichen. Und ja, ich würde sagen, ich schleiche mal bis zu dieser Holztüre. Die kann man knacken. Hm. Jetzt können wir aber wieder auch normal laufen. Hier ist eingestürzt. Hier ist auch eingestürzt. Was sind denn das für merkwürdige Platten? Sollen wir uns jetzt da draufstellen? Das sind Fuchsplatten. Aua. Okay. Ich habe mich jetzt erstmal hier umgesehen. Alles klar. Versuchen wir noch das Schloss zu knacken.
Erschwert um 0. Aber mehr können wir auch nicht, als es knacken. Meint ihr? Okay. Das heißt, ich speichere hier mal Let's Play 12. Speichern. Und dann machen wir an der Stelle mal wieder einen Cut. Also, bis gleich.